Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grand Age Medieval. Ja, wir sind am Aufdecken hier und wollen dann auch mal weitermachen, ne? Haben wir ja letztes Mal schon gemacht. So gut wie so, ab und zu kann er mal laufen oder darf er dann mal laufen, ne? Aufsitzen. Da geht's wieder. Wir bewegen uns Richtung, keine Ahnung, ist noch, glaube, Arabien oder aufsitzen. Sowas. Okay, hier gibt's eine Handelsstraße. So gut wie da. Aber da dürfen wir dann nicht weiter hin, oder wie sehe ich das? Gibt zwar Straßen, aber da dürfen wir nicht so hin. Gut auch cool, wie da. Oder? So, so gut hier wie ist die da. Waagerechte angesagt jetzt. Okay, wer war das? Ein Reiter oder was? Jetzt sind wir hier in dem gelobten Land. Das ist ja schon ihr Ding in Sinai, oder? Wir reiten los. Und ich glaube, wir kommen nicht nach Ägypten rein. So gut wie da. Nur in dem Grenzbereich hier. Wir reiten los. Okay, Ziel nicht erreichbar. So, das bedeutet, hier unten am Mittelmeer sind wir jetzt. Aufsitzen. Aber haben keine weiteren Möglichkeiten, das zu betreten. Das ist das Tote Meer, würde ich sagen. Auf. Schieben wir hier mal den Dingens weg. Sehr interessant, dass hier alles grün ist, aber Euphrat und Tigris sind da zwar in der Nähe, aber ich glaube, so gut wie da. Das Zweistromland ist hier dann doch nicht, ne? So gut wie das da. Ist hier oben, ne? Da kommen wir jetzt langsam hin, wenn. Ja, decken wir das hier los. Mal ein bisschen auf noch. Und dann wird nicht lang dauern. Kurz einmal noch die Wolke da wegmachen. Genau, haben wir es geschafft. Auf, und diese auf. wollen wir dann auch weg haben, denke ich. So gut wie da. So gut wie da, genau. So, dann haben wir das alles aufgedeckt. Ist das nix? Wird nicht lang dauern. Was haben wir hier für eine Stelle? Aufsitzen. Steinkreis, gehen wir doch da mal hin, oder? Kurz für deine Truppen das Ziel erreichen, stellen Banditen auf. Okay. Aber die kriegen wir ganz gut runter, oder? Obwohl, jetzt läuft es gerade schlechter. Oh. Wir sind mehr und verlieren jetzt langsamer. Jetzt sind wir gleich im Hintertreffen und dann war es das auch mit der Deiner. Naja, dann wollen wir die wieder nicht nach Hause bringen, ne? Hat dann gut geklappt, oder? Jetzt ist 1 gegen 1 so ungefähr. Rot hat die Überhand, wie man jetzt gerade sieht. Die Banditen sind dann erfolgreicher. Machen wir mal gerade einen auf aggressiv, bleiben wir da noch eine Chance. Nee, das war's dann. Jo, dann haben wir die Einheit verloren. Brauchen wir nicht zurückziehen. Auch gut, können wir dann eine neue ausheben, ne? Hat ja wieder richtig gut geklappt dann. Gut. Bilden wir hier einen Bogenschützen noch aus. So, was haben wir? 1,5 Millionen haben wir erarbeitet. Das ist ja schon mal eine Zahl, ne? Da müssten wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen weiter was entdecken, erforschen, ne? Hier ist eine Dürre in der Stadt, okay. Ja, gut. Was sollten wir dann tun? Das ist die Frage. So viel haben wir da. Ja, wir wollen hier eigentlich weiterkommen, ne? Müssten die Stadt da einnehmen, ne? Aber das ist ja irgendwie in weite Ferne gerückt. Was sagt er hier? Die Bilanz unter meinem Imperium soll ich prüfen. Ja, was willst du da machen bei der Bilanzen? Einkauf von Rohstoffen, Produktionskosten, Unterkunft ziviler Einheiten, Unterhalt Militär, Rekrutierung Militär, Gebäudeunterhalt. Das sind alles tolle Zahlen, aber
Bringt tut das doch alles nichts, oder? Hier kommen wir noch gar nicht hin. Säbelkämpfer. Spezialeinheit Säbelkämpfer. Was ist das hier? Armbrustschützen. Die haben Ritter. Spezialeinheit sind Pflegekämpfer. Pikeniere. Ritter. Pikeniere. Langbogenschützen, klar. Und hier oben sind Berserker. Reiterkrieger, die Kosaken. Langbogenschützen und die unten sind Kannibalen, wa? Pflegekämpfer. Regionen haben wir schon. Ja, hilft uns auch nicht weiter. Aber was wir noch machen können, was wir gar nicht mehr lange geguckt haben, das ist die Entwicklung, ne? Ach, die sind wir auch schon komplett durch, oder wie sehe ich das? Haben wir schon alles. Da haben wir noch drei. War alles schon fertig? Hier geht aber noch was, ne? Was uns immer fehlt, ist Gold. Ja. Die haben wir ja auch, ne? Bessere Straßen hier. Lagertechnik. Hört sich auch nicht schlecht an, ne? Handel 1. Ich mach das mal, oder? Dann können wir auf da sind sie schneller und hier okay. Das bringt mir jetzt nichts, aber das bringt dann schon was, ne? Was haben wir hier noch? Festungsbau, Straßenbau. Ermöglicht den Bau von Depots, um in Städten Waren für den Weiterverkauf festlegen zu können. Das hört sich ja gut an, oder? Möglichen Bau von Depots, um in Städten Waren für den Weiterverkauf festlegen zu können. Und können dadurch größere Mengen an die Stadt abgeben. Ja. Das machen wir doch mal. Das ist schon fertig, ne? Siedlungsbau. Das haben wir schon. Ja, komm, dann machen wir den noch. Dadurch wird der noch frei. Und das machen wir dann dadurch, ist es schneller. Und jetzt haben wir keine Punkte mehr, müssen wir ersparen. Wir hätten natürlich auch noch andere Sachen machen können. Ne? War vielleicht auch nicht die beste Idee, alles in da reinzuschmeißen, aber wir wollen ja Geld haben. Ne? Militärakademie steht erst mit Kaiser zur Verfügung. Da müssen wir immer noch wachsen. Gut, hier ist aber immer noch Flaute. Bauwaren fehlen. So, ne, Pfeiltasten nehmen, dass wir da weiterkommen. Ja. Hier fehlen die Leute. Ist alles nicht so prickelnd gerade, ne? Ja,
Da fehlen Bauwaren. Was willst du da machen, ne? Warten, bis der Händler richtig Kohle geholt hat, ne? Oder was? 1,4. Jetzt macht das Pferdchen schon fertig? Nö. Ja, dauert noch da unten. Ja, da muss man mal gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Das ist ja auch nicht so dolle jetzt hier, ne? Überall fehlen die Leute, beziehungsweise Bauwaren. Gucken, ob die Händler jetzt ein bisschen besser geworden sind. Obwohl, jetzt ist schon 1,6, das hört sich nicht schlecht an, ne? Was war hier? Guck mal, hier unten ist jetzt das nicht mehr, ne? Unsere Bilanz ist wohl besser geworden, wa? Ne, hier können wir ja welche ausbilden. Und schon ist drüber, ne? Oh, egal. Wenn wir nur das Problem haben, geht's doch, oder? Hier sind die Bauwaren das Problem. Und was ist hier in Sofia? Auch. Was haben wir hier auch Bauwaren? Ne, hier geht's. Haben wir auch nochmal 5. Haben wir hier nur. Ja, haben wir. Ja, ihr wart das, die keinen Bock haben, ne? Aber lassen wir die auch laufen. Hier ging nicht, wegen fehlender Bauwaren, das lassen wir dann mal. Da ist irgendwo die erste Einheit rausgekommen, war da hier unten? Ja. Dann würde ich die gerne mal dahin schicken. Oh, warte mal. Da ist ja richtig Kohle geblieben hier, ne? Die nehmen wir doch mal gleich mit. War jetzt nur 2,4, aber... 2,9. 10er. Auf, auf! 23. Und da sind jetzt ein paar Luchse, die sich jetzt noch verstärken werden. Naja. Na, das wird ja wieder gar nichts, oder wie sehe ich das? Oh doch, jetzt war mal ein Schwung mehr von den Luchsen tot, aber jetzt sind wir wieder mit viel mehr dran. Und die Reiterei haben wir auch schon verloren. Brauchen wir uns keinen Kopf drum machen, ne? Hat wieder gut geklappt. Diesmal machen wir das mal defensiv. Ach, guck, gleich schon verloren oder was. Toll. Der Einheit brauchen wir schon mal gar nichts anfangen, ne? Also defensiv kannst du knicken, bist du sowieso nur länger nicht dabei, sozusagen. Oh, sie sind geflohen, das geht ja schon mal, ne? So. Und zack. Oh, kann nicht sein, dass die da runterlaufen und dann... Oh, wie dämlich ist das denn, ne? Kommen die überhaupt noch an? Aufsitzen! Ey, das kann doch nicht sein, oder? Die meinen weit weg. Aufsitzen! Wird nicht lang dauern! Noch weiter ging's nicht weg, echt, ey. Mann. Ist ja echt der Hammer, oder? Haben wir eine Truppe davon noch, oder was? Kriegst ja gar nicht hin, ne? Top-Patrouille, ne? Aufsitzen! Ja, da haben sie es jetzt mal geschafft, wegzulaufen. Hammer. Hier können die sich aber nicht regenerieren, würde ich sagen, oder? Sieht jetzt nicht unbedingt so aus, ne? Wir reiten los!
quer durchs Land über den Pass hier und dann kommen wir endlich hin, oder? Wird nicht lang dauern. Ja, brauchen wir uns keinen Kopf machen, ne? Da war sie. Alles gut. Läuft, ne? Zack, neu ausbilden. Bisschen unten hin, alles gut. Mann. Die sind fertig. Das ist schon mal schön. Ist gebockt. Dann gehen die mal nach Sofia. Das ist auch schon 5? Ne, da sind erst 4. Da fehlt nur einer. Und die Helden hier, die sind fertig. Was? Also dein. So weit? Naja, so weit. Okay, da haben wir den geschafft. Okay. Sicher. Da war ein Haufen. Auf geht's. 2600, aber hier ist auch noch einer. Ist gebockt. Da ist auch noch einer. 16. Nochmal 16 oder was? Ne, 21. Machen wir. Ja, dann kommen wir runter und dann gehen wir hier in das andere Städtchen. Machen wir. Das sind 5, naja. Das heißt, wir haben alle zusammen, die wir ausbilden lassen haben, ne? Genau. Wo sind sie? Da sind sie, okay. Ist gebockt. Zack, dann geht mal helfen. Wenn er da schon ist. Ja, komm, zack, lass mal einmal hier angreifen, um zu gucken, wie viel es wert ist, beziehungsweise wie hoch die Kurs ist. Wenn die Stadt belagern. 66, alles klar. Und hier haben wir schnell die Überhand. Zack, 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 fertig. Sicher! Kommt die nächste Einheit. Und das ist ein Händler oder was? So, jetzt müssen wir hier ein bisschen was laufen lassen. Aber naja. Hier müssen wir wieder angreifen. Weiß nicht, was die da oben machen. Urlaub oder was? Keine Ahnung. Ist gebongt. Warum die da den Weg? Ach so, da sind Händler, die sie überfallen oder was? Okay, gut. Naja, aber ich würde mal sagen, hier machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.